Auf der Baustelle für das neue Seminar- und Unterkunftsgebäude im Fischereihof Kleinholscher ist am vergangenen Freitag das Richtfest gefeiert worden. Nachdem das alte Seminargebäude abgerissen worden war, erfolgt nun der Aufbau des neuen Gebäudes mit doppelt so viel Platz zum Schlafen und Unterrichten. Dabei spielen die Prinzipien des nachhaltigen und ressourcenschonenden Bauens eine wichtige Rolle. Die für Kreisentwicklung zuständige Beigeordnete des Bautzner Landrates, Romy Reinisch, charakterisierte das Vorhaben in einer kurzen Ansprache wie folgt. Die neue Scheune da drüben ist Ihnen sicherlich schon aufgefallen. Einige ihrer baulichen Elemente entstammen dem alten Seminargebäude. In Zusammenarbeit mit Studierenden der TU Dresden, dem Team Zirkuläres Bauen und dem Architektenbüro Reiter konnten zahlreiche Materialien wie Dachziegel, Holzdielen, Fenster, Türen für den Bau der Kalthalle wieder genutzt werden. Beim Abriss des alten Gebäudes am 24. Juli wurde dessen schlechter baulicher Zustand sehr deutlich. Aber hier nun ist endlich Strukturwandel sichtbar geworden. Dank der Beharrlichkeit meiner Vorgängerin Frau Weber konnte dieses Projekt mit Fördermitteln aus dem Strukturstärkungsgesetz realisiert werden. Ich selber durfte hierbei seitens der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung von der Idee, also vom Beginn an, begleiten. Umso mehr freut es mich, den generationsübergreifenden Bildungsort neu wachsen zu sehen. Die Naturschutzstation Neschwitz, deren Hauptsitz sich in einem der Pavillons im Schlosspark befindet, nutzt den nahegelegenen Fischereihof für ihre Freizeit- und Umweltbildungsangebote sowie als Stützpunkt für die landwirtschaftspflegerischen Aktivitäten. Das neue Seminarhaus selbst soll sich bis zum Jahresende mit geschlossener Außenhülle präsentieren. Die Neugestaltung der Außenanlage ist ab Mai 2024 vorgesehen, die Aufnahme der Nutzung dann ab September.